Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Dienstagmorgen, 10.40 Uhr am 10. März. Und wir wollen hier den DAX wieder mal unter die Beschau nehmen. Am Nachmittag bzw. um die Mittagszeit werden wir dann nochmal einzelne DAX-Aktien beleuchten. Aber heute jetzt hier vielmehr der DAX im Fokus, der ja gestern, Sie sehen es hier im Stundenchartintervall, anhand der JFD 24-Stunden-Indikation, erhob sich hier nach der Morning-Beschau dann tatsächlich am Montag hier noch gen Norden und hat hier sozusagen das Level von 10.600 Punkten erneut bestätigt. Wir sehen es hier oben. Also hier das präferierte Szenario einer Rücksetzerbewegung hat sich hier nicht durchgesetzt, eben mit dem Ausbruch dann hier über das Widerstandslevel, was jetzt 11.525, was jetzt eben hier eine Unterstützung ist. Deswegen ändern wir gleich mal diese Tendenz der Linie, nämlich jetzt grün statt rot, eine Unterstützung nunmehr, und interessanterweise läuft der DAX eben jetzt genau an dieses Level ran. Darf natürlich ganz klar davon ausgegangen werden, dass der bullische Grundton, sofern er denn aufrechterhalten bleibt, dafür spricht, dass wir hier jetzt nochmals nach oben rausziehen, um hier erneut die Marke von 10.600 Punkten zu testen. Das ist jetzt hier diese Range, die der DAX in jedem Fall nochmals nach oben sozusagen aufreißen könnte, wenn die Unterstützung 10.525 Punkte hält. Man kann sich hier am Tief der 9 Uhr Kerze 11.522 orientieren. Geht es hier runter, gerade per 15 Minuten oder auch Stundenschlusspreis, dann muss man doch von einer Fortsetzung der schwächeren Preisentwicklung ausgehen. Die US-Amerikaner sind ja nach wie vor schwach unterwegs. Und das können wir am heutigen Nachmittag dann auch nochmal direkt kurz nach der Eröffnung beleuchten. Wir werden aber, wie gesagt, hier jetzt erstmal abwarten müssen, was der DAX macht. Und dieser zeigt sich nach aktuellem Modus hier tatsächlich stabilisiert. Die Chancen also, dass wir hier nochmal nach oben anziehen können, sind durchaus gegeben. Und das erfährt auch der heutige Wochentag als Unterstützung. Hier nämlich ein bullischer Tag mit 56% positiver Schlusspreise. Der DAX also hier durchaus in einem positiven Fahrwasser, um hier nach oben nochmal anlaufen oder Anlauf nehmen zu können. Wir schauen mal nochmal auf die RSI-Oszillatoren. Die zeigen hier nämlich, schon im Stundenchart eine ganz, ganz leichte Divergenz an. Ja, da wird es jetzt eben interessant, was passiert, wenn wir hier nochmal nach oben aufdrehen sollten und hier in Richtung des Widerstands 10.600 fahren. Wenn das passiert, dann könnte eben durchaus der Markt einen Hochpunkt markieren, der dann mitsamt Divergenz wieder für einen Abwärtsimpuls spricht. Also hier diese Range definitiv beobachten. Oben 10,6, unten 10,525. Preise darunter, Schrägstrich hier darüber, dürften weitere Impulse auslösen. Ansonsten ist das hier ein Range-Markt. Ja? Ausgehend vom aktuellen Niveau, und das zeigt hier das erste E-Tief vom 9. März, kann es eine Erholung geben? Kann. Für mich persönlich jedoch würde sich hier ein stärkerer Rücksetzer eher anbieten, um hier nochmals auf einen Long DAX aufzuspringen. Ob es kommt, das muss man natürlich definitiv abwarten. Da ist man immer erst hinterher schlauer. Hier oben nochmal Tagesschart kurz in den Blickpunkt genommen. Sehen wir, dass wir uns hier so gemächlich immer weiter nach oben schrauben, aber eben, ich brauche Ihnen die Divergenz hier auf Tagesbasis nicht auch nochmal zeigen. Wir haben hier Divergenzen und wir haben hier das Problem, in Anführungszeichen, dass wir hier in so eine kleine Keilung jetzt reinlaufen. Hier diese oberen deckelnde Trendlinie, dieses Aufwärtstrendkanals, okay? Und hier diese untere Aufwärtstrendlinie. Sie sehen, das keilt sich hier oben so ein Stück weit zu. Ja. Ein bullisch gesehen, ein Ausbruch hier raus aus dieser vorsichtig ausgedrückten Keilformation müsste, sollte hier definitiv das noch ausstehende Ziellevel knapp oberhalb von 12.100 Punkten ins Visier rücken. Das wäre hier eben dieses Ziellevel. Das bleibt nach wie vor für den DAX interessant. Und wenn wir eben dieses Level angreifen, anlaufen, dann gilt es hier eine Neubewertung vorzunehmen. Allerdings bedarf es da eben hier den Ausbruch aus dieser sich jetzt hier nunmehr doch schon darstellenden Keilformation nach oben. Ansonsten hier Rücksetzerbereich 10.350, 11.350, 11.400 sind hier nach wie vor oder wären nach wie vor schöne Kaufchancen. Sie sehen, kurzfristige Rücksetzer würde ich oder beziehungsweise würden sich vielmehr hier nochmals als günstige Einstiegschance anbieten, um eben, und das ist für Sie natürlich als regelmäßiger Zuschauer jetzt auch keine Überraschung, um eben hier an einer saisonalen positiven Tendenz, die sich dann hier über den März fortschreiben sollte, teilzunehmen. Der DAX hier, und das zeige ich Ihnen auch gerne nochmal für den Fall, dass Sie hier sozusagen das erste Mal zuschauen, hier das kurzfristige Bild
der saisonalen Tendenz mit Blick auf die nächsten 40 Tage. Ohne Worte, der DAX hier ganz, ganz starken bullischen Rückenwind. Und insofern mal hier nicht unwahrscheinlich, dass wir hier weitere neue Hochs markieren. Doch vergessen Sie nie, der DAX ist bereits um die 18% gestiegen und das innerhalb von 3 Monaten und nicht einem Jahr. Der langfristige Mittelwert liegt zum Bereich zwischen 8 und 9% pro Jahr. Das heißt, wir sind heute schon mehr als doppelt so gut gelaufen wie der langfristige Durchschnitt. Das sind alles leichte Überhitzungszeichen, aber man bedenke, solche Zeiten wie die heutigen in Sachen Quantitative Easing aus Japan, aus Europa und eben im letzten Jahr noch aus den USA, das gab es in der Art auch noch nicht. Insofern entwickelt sich hier eine neue geschichtliche Ära und wie lange das Ganze hier nach oben geht, das werden wir einfach beobachten. Aktuell, wie gesagt, deuten sich hier nur leichte Rücksätze an und das weitere mittelfristige Bild ist hier klar bullisch zu werden. Divergenzen, leichte Warnsignale am Horizont jederzeit ersichtlich, aber noch fehlen hier klare Umkehrsignale. Insofern haben hier die Bullen weiter das Zepter in der Hand. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es dann auch gewesen für den heutigen JFD Morning Blick. Wie gesagt, nachher schauen wir nochmal auf Aktien, am Nachmittag auf den US-Aktienmarkt. Und bis dahin würde ich jetzt einfach mal Ihnen noch einen schönen Vormittag wünschen wollen. Ich verbleibe mit besten Grüßen, Ihr Christian Kämmerer.